da die Wetterprognose gar nicht so schlecht war, sind da ein paar Flieger aus der Umgebung zusammengekommen. Warum diesen eigenartigen Titel? Im letzten Drittel des Films wird sich das dann aufklären. Immer bis auf den Ohr rein, ha? Wahrscheinlich erkennt der eine oder andere, der schon einen Film von mir gesehen hat, den Startplatz. Es ist wieder mal unser Hausberg, es grüßen kein. Wir haben da an dem Tag eine Nordwestwetterlage gehabt. Verbunden mit der Frühjahrsthermik kann man sich vorstellen, dass das ganz gute Voraussetzungen sind für einen eher ein bisschen turbulenteren Flug. Das war auch dann der Fall, obwohl das da jetzt am Anfang vom Flug am größten Chor noch im Verhältnis sehr, sehr ruhig zugegangen ist. Da waren wir auch noch ziemlich beieinander und deshalb habe ich noch ein paar Flugsequenzen von meinen Fliegerfreunden aufnehmen können. Aber ganz gern an solchen Tagen verstrahlt sich die Sache nachher ziemlich schnell. Die Motivation macht da sehr viel aus und mir geht es jedenfalls so, immer hat man nicht einen gleich guten Tag. Da hat die Motivation aber passt und wir sind mittlerweile schon vor der Enzkraxen. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, die Enzkraxen ist bei Nordwestwetterlagen ein Hammer. Den Krater links unter uns, den muss man anfliegen. Und so gut wie immer steigt man da in einen schnellen Lift mit satten Steigwerten ein. Und was es da angenehm macht, dass es da relativ turbulenzfrei nach oben geht. Relativ schnell war die 3000er Marken geknackt. 3000 geschafft. Servus Ruppe! Da, ich weiß nicht, wie es da geht. Ich fliege jetzt einmal um in Richtung Roskopf, die Gegend. Starfeld Spitz, Roskopf. Starfeld Spitz, Roskopf, hörst du? Ja. Roskopf von mir, weil da ist der Gerhard da. Ja, passt. Gut, bis später, ciao dabei. Im Laufe des Fluges ist immer ungut geworden zum Fliegen. Der Nord hat auffrischen angefangen. An die unmöglichsten Stellen ist volle aufgegangen und dann wieder gleich einmal volle runter. Kurz gesagt, es hat keinen Spaß mehr gemacht. Darum ist für mich die Zeit zur Landung gekommen. Da bin ich jetzt gerade durch ein Steigen durchgeflogen, das aus der Südwestflanke rausgekommen ist. Also aus dem Lee. Das hat sich auch dementsprechend angefühlt und in der zerrissenen Lee-Thermik wollte ich nicht auftragen. Jetzt war ich aber mittlerweile schon so tief, dass ich den Düseneffekt des Nordwindes von Altenmarkt nach Zauchensee voll zu spüren gekriegt habe. Durch das, dass in der Gegend echt bockt hat, bin ich an einem Beschleuniger eingestiegen. Mein Plan war, vor den Nordwestkanten umzukommen. Das ist jetzt die Kanten. Und dann im Luv aufzusauen. So, jetzt habe ich ein ziemlich stark sinken und fast keine Vorwärtsgeschwindigkeit gehabt. Auch darf man die Seitenrotoren, die bei sich in den Verhältnissen mit Sicherheit nach der Kanten entstehen, nicht unterschätzen. Und das meine ich jetzt damit nicht stur sein. Wenn man merkt, das hat keinen Sinn, sollte man sich frühzeitig eine Alternative überlegen. Was gar nicht gut ist, auf Biegen und Brechen draufbleiben und die gedachte Linie mit allen Mitteln erzwingen wollen. In dem Tal kommt noch erschwerend dazu, dass ab dem Strimskogel Richtung Altenmarkt die nächsten 7 Kilometer fast unlandbar sind. Deshalb habe ich zu Plan B gegriffen und habe den zuerst verschmähten Lehbord gesucht. Da heißt es halt dann einmal durchbeißen, aber ich habe mich halt dann bis zur Basis ausgehobelt. Und so ist mir gelungen,
beim zweiten Versuch bis nach Waltenmarkt auszufliegen. Durch den starken Windversatz war er dann an der Basis ein ziemlich Stück südlich hinterm Zauchensee. Dadurch, dass er auf 3000 Meter aufgegangen ist, war das jetzt aber nicht das große Problem und ich bin halbwegs fertig gekommen. Und natürlich habe ich mit der großen Sicherheitshechen auch einen Beschleuniger betätigen können. Hoch über Waltenmarkt, ein Blick zum Startplatz. Über da war es im Verhältnis zu vorher sehr ruhig und somit ist einer gemütlichen Landung nichts mehr im Wege gestanden.